Fuck. Wenn jemand mit mir sprechen will, ich bin im Discord, ne? Bayonetta 2. Spielstand wählen. Alles ist leer. Spiel speichert automatisch. Bitte schalte die Konsole nicht aus und entnimm Hexenclimax. Spiele sie Mehrspielermodus online oder lokal? Rumble-Funktion, klassischer Ton, Bildschirm. Spieltextes. Ah, es gibt eine deutsche. Ah, die haben in zwei, haben sie eine deutsche Synchro reingesetzt. Das ist gut. Ne, haben sie nicht. Japanisch. Oh, das wäre für den NKN echt übel. Gut. Oh, ich weiß es echt nicht, auf was wir spielen sollen. Ich bin mir echt nicht sicher. Kann ja mal den Chat fragen. Könnten Sie ja mal normal probieren, aber ich kenne mich. Ja, komm. Ein Modus für den erfahrenen Kämpfer, Gelegenheitskämpfer, Adrenalin-Liebhaber. Oh, wei. Oh, wei. Ich weiß ganz genau, dass ihr alles schwer sehen wollt. Aber ich sag ganz ehrlich, einfach nein. Okay. Was ist denn das Kabel da unten? Das ist doch... Na, das ist meine Maus. Habe ich da nicht nur ein Verlängerungskabel? Sekunde. Und nein, wir werden nicht auf schwer spielen, okay? Ich muss immer kurz meine Maus abklemmen und wieder anklemmen. Ich brauche unbedingt mal ein ordentliches Verlängerungskabel für USB. Ich habe jetzt Verlängerung auf Verlängerung. Das ist nicht so gut. Sollte ich mir mal vielleicht mal so ein 2 Meter USB 3er Kabel holen. Gut. Ein bisschen erfahren, wenn die Steuerung die gleiche ist. Ladebildschirm, 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 oh yeah. The legend of Aesir, a legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the trinity of realities to be split. Niemand kennt den Ursprung der Welt. Ein Kampf, Licht, Dunkelheit und Chaos. Anscheinend war unsere Welt nur das Chaos. Alle drei Welten benötigten einen Herrscher. Allen voran unsere. Der Herrscher des Chaos, bekannt als Aesir. Ich hab doch Urlaub, Justin. Ich hab jetzt frei bis einschließlich 2. Das bedeutet, der erste Tag, den ich wieder auf die Arbeit muss,
ist Io. Ist am 5. Deswegen habe ich ja das mit dem deswegen habe ich das ja mit dem Marathon so ein bisschen angeteasert. Ich bin aber ganz froh, dass wir ein paar Spiele durch haben. Ich muss mich morgen noch ein paar Sachen kümmern. Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. Auf der Mitleiden der Aesir und den menschlichen Trieben an, das rechte Auge des Lichts und das linke Auge der Dunkelheit. Also müssen jetzt eine andere Welt aufräumen. Indem die Macht von Aesir Augen geteilt wurde, erlangten die Menschen freien Willen. Sie konnten von nun an wählen. Mit den Augen der Welt, die das Schicksal bestimmen, konnten die Menschen ihren eigenen Weg bestreiten. Und sie erwachten zu ihrem Ich. Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur, doch jetzt war er ein denkendes Schilfrohr. Und wir haben unseren ersten großen Schritt zur großen Prosperität. The inheritors of the eyes of Aesir have been granted the power of creation. Die kurzen haben grausam. Ich bin froh, dass sie dem dritten Teil die Zöpfe gegeben haben. Den kennen wir doch. Unverschämt. You're the silent type. The last sage I met spent 20 minutes rambling on and on. Bitte einen 20-minütigen Dialog. What? Ist der wirklich ein Lumenweiser? Heute. Oh, der hat überlebt. Aber es kann doch nicht sein, wir haben ihn doch in die Sonne geprügelt. You will not escape this fate. Du wirst deinem Schicksal nicht entkommen. We will perish wir werden together. Gemeinsam untergehen. My dear sweet child, at last. You have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. But the right eye of light was lost. Das rechte Auge des Lichts ging der Welt für immer verloren. Und so auch sein Besitzer. Der letzte der Lumenweisen. Hexenwerk vollbracht. Das Ende ist erst der Anfang. Die Welt ist Chaos. Normal. Okay. Ah, kann ich also theoretisch nochmal ändern, wenn es irgendwann too much wird. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Oh yeah. Ich habe das Gefühl, es läuft flüssiger als das erste. Discord hat über die Schwierigkeit abgestimmt. Ja, dass du mich nur sterben sehen willst, ist mir schon klar.
Aber solange der Jan sich hier nicht blicken lässt, hat er gar nichts zu melden. Vor allem habe ich gesagt, normal oder leicht. Enzo! Was möchte ich jetzt gebrauchen könnte? Absätze ohne Waffen. Hier macht ein kurzer Zwischen. Du weißt schon, was bald. Gerade war ich noch am Shoppen, kümmere mich um meinen eigenen Kram und dann tauchst du auf und plötzlich bin ich dein beschissener Packesel. Bayonetta, jetzt mal im Ernst. Du hast mir ordentlich die Kohle für die Karre gegeben. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? Hey, this is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? Du musst echt nen Schaden, weißt du das? Würdest du nicht eh die Hölle fahren, wäre ich dir bei dem Scheiß noch böse. Dich wie eine Nonne zu verkleiden, um ein paar Engel kalt zu machen und so in die Unterwelt zu reisen. Hey, ich rede mit dir. Ach, Enzo. Forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey, what the hell? Ja, Bayonetta ist weg. But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, wenn ich meinen Einkaufszettel nicht durchkriege, bin ich der größte Dussel der Stadt. Was wolltest du hier besorgen, mein Lieber? Sehr komisch. Das erzähle ich dir bestimmt nicht, sonst hältst du mir das ewig vor. Mach dich so auf in der Stadt. Ich musste nur einer Sache nachgehen. Theresa, kam dir in letzter Zeit irgendwas komisch vor? Jetzt, wo du sagst. Ich habe immer noch nicht kapiert, wie ein mittelloser, stümpelhaftig Wichtigtuer es geschafft hat, ein mehr oder weniger achtbarer Familienvater zu werden. Drauf geschissen. Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in libraries, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities. Das ist so viel entspannter, wenn ich sich vorlesen muss. Die haben mir den Hut geklaut. Oh shit! The Platinum Star! I need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. Ed und Edna. Edna bricht aus. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. Die haben einfach die Haare getauscht. Jan war doch eigentlich diejenige, die kurze Haare hatte. Blue, I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards, you hear me?
Just a normal damn jet, please! You hear that? I want one of those! The thing's flying in the air right now! That's the one! That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon! Just hurry up and put it in the box, will ya? Warum? Hola. Mensch, hätte ich mich heute lieber nicht so schick angezogen. Kann man mal machen. Ach, die Blumen. Ich schon wieder. Ich hoffe, das ist ein Hacktail, was der da hat. Warum hat der denn fünftes Bein? Ihr wisst alle, wie man Konten auch gut hinterlegt. Die darf natürlich nicht fehlen. Das war knapp. Alles klar, Fanservice engaged. Okay, das ist lustig. Let's go! Ja, ist klar, ne? Ich meine, wir wissen alle, was wir spielen. Das sah falsch aus. Na dann. Ich mache mir eher Probleme um die Musik. Au! Nein, ich will keine Berührungssteuerung haben. Nein! Ah, okay, so geht das. Verstehe. Und jetzt? So, Hexenzeit. Im richtigen Moment ausweichen, schon klar. Ja, ich weiß. So, let's go. Man merkt durchaus schon die Verbesserung. Volle Kanne in seinen Arsch. Let's go. Darum kaufe ich nichts im Schlussverkauf. Hat die jetzt gerade... Ja, die Waffen sind halt scheiße. Ich glaube, muss ein PC Autokorrektur am Handy sagt. Ja. Ronin! Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Luke zu Enzo. Nicht, dass sich jemand wegen Lästerung umlegt, bevor du deine Rechnung begleichen konntest.
Yo. Yo. Brumm, brumm, brumm. Oh yeah. Yeah. Now we talking. Das sind Absätze. Guck mal, da sind glücklich. Ich glaub ja an ihn. Nein, für meine und nun? Oh, unartige Seite. Umbra Climax. Setze die gesammelte Energie, setze die so gesammelte Magie ein, um atemberaubende Spezialangriffe auszuführen. Ich muss die Magieanzeige füllen, ne? Unerzogener Lümmel. Hallo, John. Hallo. Dreier confirmed. Die vorherigen waren zu alt. Oder warum die neuen Knarren? Keine Ahnung, vielleicht hat man sie auch einfach nur im Ausverkauf geklaut. Das war Salami. Grüne Lorbeeren. War das mit den Lollis besser? Au. Au. Halt echt scheiße im Ausweichen. Ich hab doch Umbra Climax gedrückt. Interessant, weil Climax ja eigentlich auf Englisch Höhepunkt bedeutet. Sozusagen
Hallo, John. Yeah. Alle zur Seite aufweichen, ne? Ja, schon wieder. Ja, kann man mal machen. Das ging schnell. Hast du alles gekriegt? Ich hab den Kaviar vergessen. Glaubst du, die haben noch offen? Weihnachten ohne Kaviar ist nicht dasselbe. Komm, lass uns hier schnell aufräumen. Ja, das ist natürlich wichtig. Den haben wir bestraft. Kann doch nicht einfach sich mit zwei Mädels anlegen. Versuche mich ja ein bisschen diesmal auf Gameplay zu konzentrieren. Oh, Dreier Climax. Das ist. Ja. Ja, da ist unser Haustier. Auch das Drücken geht wesentlich schneller, habe ich das Gefühl. Also der reagiert schneller auf den Controller. Also lag es wahrscheinlich eher am Port. Oder die Switch-Version ist mit den Kartenversionen schneller als mit den reinen Download-Dingern. Was? Gomorra. Justins Haustier ist wohl ein wenig Amok. Läuft ein bisschen Amok. Ich mag es gar nicht, wenn Haustiere nicht auf Rauchen hören. Okay, das mit dem. Scheiße. Der Kampf ist cool. Ah, manchmal brauchen die das. Andere Leute gehen zur Hundeschule, ich verprügel meinen Drachen.
blöder Lümmel. Da, oh, ein bisschen Zahnpflege hier. Ja, da haben wir ein bisschen Zahnschmerzen. Ich hier gerade. Kannst du gegen das Teil kämpfen? Ja. Lumen Sage. Is revenge not all you desire? I know the one. Ist es nicht Rache, nach der es dich gelüstet? Ich weiß, wer deine Welt zerstörte. Ich weiß, wer deine Liebe zerstörte. Dreck. Hello, sweet ass. Und warum ist unsere Drache amok gelaufen? Das würde ich gerne wissen. It is what it is. Jean's gonna wander Inferno suffering for eternity. Dims the brakes. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. Du solltest es besser wissen. Du bist normal nicht dafür bekannt, Dämonenbeschwörungen aus dem Ruder laufen zu lassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Kräftegleichgewicht ist die Welt. Ja, ich lese einfach nicht vor. You know, she's pretty hot for a dead chick. You wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living. But looking at her now. Nah, still not a fan. Ich bin immer noch kein Fan. She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm of the Trinity. But that's just a matter of time. Cause I don't see no way of saving a soul lost in hell. What about the gates? The real gates of hell. I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. You need this. The heart of an Umbra Witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Ein Zauber, der deinesgleichen unten sterblich macht. But you'll need to reunite this with her soul, if you're gonna try and bring her back. I figure you got about a day before it's game over. Reisen wir jetzt in die Hölle, um John zu retten? Enzo, deswegen hat man ihr lange Haare gegeben. What? No. No, 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 no. I do not know. Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home. They're waiting for me. And I still got a place Santa tonight. Let the real Santa take care of the presents. Now let's go. Hey, I said I believe, but Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Hey, let go! Let go of me! Why do I always get wrapped up in that shit? Amen. This motherfucker.
Vom Leben gefickt. Er sagt es. Er hat's gesagt. Vom Leben gefickt. Herrlich. Gut. War ein interessanter erster Kampf. Strafe, Fehlversuche. Das ist okay. Das lässt sich sehen. Genesis. Ah, ich kann jetzt schon den Doppelsprung. The sacred mountain of Fimbulwinter. The joint supposed to be the link between Inferno und Paradiso sollen hier rüber verbunden sein. They say there is an. Mal ganz kurz auf Toilette. Jetzt verstehe ich aber auch wirklich, warum sie der Jeanne die langen Haare gegeben haben. Entrance to Inferno, the gates of hell. Somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded. Or worse. And don't even try to fly a plane near that place. Or bada boo! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in Noita, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there. Tja, einfach rubbel die Katze durch. And the hotel's going on your account. Grab your pussy. With the mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. Wer ist das? I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Fat Italiener reserviert sind. Hey, der Flieger wohne, da fällt mir ein, du schuldest Alex the Kid. Was für den Flug. Ja, jetzt wissen wir, warum wir hier hingehen. Gut. There it is. Da ist er. That's Fimbulwinter. Fimbulwinter. That's such a bad place when you look. Sieht gar nicht mal, sieht echt gar nicht mal. Probably you gotta have a death wish to get close to that damn place if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. Where did these clouds come from? Yo. Sorry, Enzo. This is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? What? Wait, what? You're joking, right? I can't find this piece of shit!
Das haben die doch nur gemacht, um... Ja, ganz genau. Szene spricht für sich selbst. John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Habe ich keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen, was nicht heißt, dass sie nicht gehörig ist, dass ich... ich darf keinen Kontakt mit ihnen. Okay. Also ich darf keinen Kontakt mit den Leuten aufnehmen, sozusagen. Können wieder Bücher sammeln. Maspelheim. Ich dachte, das wäre das Tor zur Hölle. Was ist das? Oh nein, ist das wieder so ein... Willkommen in Maspelheim, Geburtsstätte und Tummelplatz wahrhaftiger Kriege. Kannst du deine Fähigkeiten in aller Hand... Ja, nein. Einfach nein, okay. Einfach no. Dann dürfen wir uns nicht im Weg kommen. Zerbrochenes Hexenherz. Ja, stimmt, die muss ich auch wieder sammeln. So, wir haben die Fähigkeiten von Teil 1 auf jeden Fall noch. Was gar nicht so schlecht ist. Warum? Dieser Hamster ist doch bestimmt irgendein Spion oder so. Fragmente der Erinnerung. Dreadful. Was? Dreadful. Dreadful. Okay. Also das die Angeberei können wir immer noch machen. Ich weiß, wo wir lang müssen, aber ich will das hier noch mitnehmen. Dass dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Okay. Horn des Einhorns. Was die wohl damit macht. Durch Kristallisierung gehärtete Brautzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutat nutzlos. Gebackener Gecko. Der gebackene Gecko ist eine in Kristallinstein, also Bernstein gebundene Brautzutat der Hexen. Ja, ist okay. Warum konnte ich eben ein Umbra Climax machen, obwohl ich bin eigentlich ziemlich nah. Egal. Aufgeschissen. Interessant, dass wir jetzt... Was war da? Nein, das wollte ich doch gar nicht.
Oh, jetzt habe ich meinen ganzen Zauber verballert. Okay, das haben sie beibehalten. Die Sexy Hexi auf Alexi Blexi. Schon wieder. Sag mal, gibt es die Dinger jetzt überall? Ich weiß halt nicht, ob die wirklich so schwer sind, wenn die wirklich überall auftauchen. Kräuterlutscher. Dieser Lutscher enthält ein heilendes Extrakt. So, ich würde gerne... Edelstein. So, kann ich jetzt umblättern? Nee. Vielleicht kann die ja noch gar nicht brauen. Hier geht's weiter. Da unten ist Niflheim und ansonsten ist hier nur Aussehen. Ich will es halt gar nicht erst probieren. Es kostet zu viel Zeit. Ich finde den Schatten ja ganz cool, den sie macht. Seht ihr das? Dass wir da eine ganz andere Gestalt haben. Was ist das? Santa don't get paid enough for this shit. When Ed and Edna found that Daddy wasn't coming back, made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was lovely casserole. I give you that. War verdammt gut, so viel gebe ich zu. Tell me how my babies are doing. Was treiben meine Babys? Sie benehmen sich außerordentlich gut. Hab jede Menge Spielkameraden gefunden. Figured they would. Noatun had some deep connections with Fimble Butter. Er hatte früher starke Verbindung zum Fimble Butter und dem Tor zur Hölle. Mich würde es nicht wundern, wenn du dort über Spielkameraden stolperst, die etwas rauer mögen. Falls du mehr Nachschub brauchst, denk dran, Heiligenscheine mitzubringen. Mein Job ist es nicht, in deinem rumzufischen. Mein Job ist es, Waffen zu schmieden, die einen guten Job machen. Also hol mir die Ohren nicht voll, wenn... Ich bin für dich da. Pass nur auf, dass du noch kein zweites Arschloch schießt. Pass auf, dass du mir kein zweites Arschloch schießt. Ja, ich mag den Humor. Der ist wie ich. Vom Quatschen her. Okay. Welcome to the gates of hell. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta see some cheesy. Also ist an sich nicht schlecht. Ja, ich weiß, das kenne ich. Waffen. Demnächst erhältlich. Also hier gibt es noch nicht so viel. Was ist Selenes Licht? Dieses alte Band wurde von den ägyptischen Hexen Kleopatra geschaffen. Hexe Kleopatra geschaffen. Legt man es an, wird die Hexenzeit auf Normage auf Kosten der Zauberkraft aktiviert. Das ist echt nicht schlecht. Dieses Gerät erlaubt es dir, mit Inferno zu kommunizieren, um die berühmt-berüchtigen Bande dämonischer, halbstarker Little Devils genannt zu beschwören. Wird es aktiviert, erscheinen die Little Devils für kurze Zeit gegen deine Feinde zu kämpfen. Verstehe. Bullis Schmetterling. Die Hexe Turandot erschuf diesen Schatz, der seinem Träger göttlichen Schutz bietet. Schutzschmetterlinge umflattern den Träger des Armbands. Okay. Selenes Licht werde ich mir irgendwann mal holen, Leute.
Ach stimmt, Amiibo könnte man ja auch holen. Kräuterlutscher, Techniken. Nee, ich will mal was. Ich mach da noch nicht viel. Ich will jetzt echt mal auf diese Artefakte da sammeln, sparen. Vor allem das mit der Hexenzeit finde ich super. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein einmaliges Gebrauch, so ein einmaliger Gebrauch ist. So, was mir an Bayonetta gefällt, ist es halt nicht so lang. Für Bayonetta 1 haben wir knapp 10 Stunden oder 11 Stunden gebraucht. Bayonetta 2 soll genauso sein. Und Bayonetta 3 hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Muss ich da jetzt einfach weiter, ja, ne? Der hat doch echt immer nur mit Halunken zu tun. Schick, schick, schick. Hier, das kann ich öffnen. Ich will aber mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nö. Sieht für mich fast so aus, als könnte man hier noch irgendwo was abstauben. Naja, außer ein paar Heiligenscheine. Sind halt auch nicht viele, ne, dass sich das lohnt. Mitten ins Testament. Wer die Glocke läutet, wird mit unerwartetem Wohlstand gesegnet. Wollen wir das mal ausprobieren? Das hat jetzt was gebracht. Das war verschwendet. Was haben wir hier? Das sieht aus wie das Abbild eines Ambra-Schreins aus Kronor Vorzeit. Ich muss alle Schreine einsammeln, solange das Gedächtnis der Zeit wirkt. Yo! Oh, komm schon! Wie soll ich das schaffen? Kriegen wir bestimmt hin. Ich meine, so zeitmäßig sollte das... Cutscene. Wer ist das? Schlecht, Herr Specht. Was habe ich denen getan?
Tapfer kleiner Justin. Nein, war ein Spaß. Kacke, in dem Tempo komme ich nie zum Filbutte. Naja, mir doch wenigstens keine Schnarchtour. Yu-Gi-Oh! Verarme. Kannst du mich sehen? You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a ticket. Ein Trinkgeld musst du dich noch melden. Wo der hingeguckt hat. I'm just an innocent little girl. Nur ein unschuldiges, verlorenes Mädchen im Wunderland, die unter den imaginären Puppen des Königs leidet. Ein süßes Mädchen, genug mit den Rätseln. Warum kannst du mich sehen? Weil wir beide und Pythagoreer sind, du verstehst? Purgatorio? Na, kurzer, bist du auf dem Weg zum Filbutte mit Mutti zum Einkaufen? Vielleicht. Aber ich soll mich nicht, ich soll nicht mit Fremden reden. They must have heard me. Na dann, wollen wir mal. So, Erdbeer Salami ist geregelt. Mit dem Zweierteil komme ich besser klar als mit dem ersten. Ich weiß nicht, ob der Zweier schwerer